Hervorstehen, meine Damen und Herren. Wölfe sind wunderschöne, edle, sehr intelligente, wehrhafte und starke Tiere, die gesellig im Rudel leben und in diesem Jagen. Egal, was sie treiben, sie sind immer Sieger. Glaubwürdig ist für mich ihr Ausgerenne aber erst, wenn sie sich nicht mehr meine Beiträge besorgen, um darin Kaffeesatz zu lesen. Wölfe sind Sympathieträger für Menschen, die Hunde lieben. Seit alters her werden ihnen aber auch eine Reihe von bösen Eigenschaften angedichtet. Zum Beispiel fraß ein Wolf die Großmutter von Rotkäppchen. So ist es nicht verwunderlich, dass sich eigentlich aufgeklärte Menschen auf eine Stufe herabbegeben, die uns nur den Kopf schütteln lässt. Man hängt uns symbolisch ein durchaus kleidsames Schaffell um und bedient sich damit eines abgegriffenen Klischees. Kurzum, die Damen und Herren der Lichtenberger SPD-Fraktion und die mit ihnen verbündeten Gutmenschen haben weder Kosten noch Mühen gescheut, unsere Fraktion als Wölfe im Schafspelz zu bezeichnen. Kein ehrenrühriger Begriff, das muss man sagen. Im Gegenteil, er macht uns stolz. Man sagt uns aber auch nach, doch gelegentlich die Zähne zu fletschen, im Originalton von Herrn Becker. Vielleicht sollte ich Ihnen diese Nummer mal machen. Das mit den Wölfen war für uns nicht neu. Vor geraumer Zeit tauchte auf der Webseite der Lichtenberger SPD eine Abhandlung unter eben diesem Titel auf, die allerdings mit der deutschen Rechtschreibung und Grammatik auf übelstem Kriegsfuß stand. Es hat uns verwundert, dass Sie, Herr Becker, als Sprachwissenschaftler das haben durchgehen lassen. Auch das von Ihnen ausdrücklich autorisierte Faltblättchen, mit dem Sie zu Ihrer Veranstaltung am 3. Mai 2010 einluden, war nicht frei von solchen Schnitzern. Bei dem vielen Geld, was Ihnen im Kampf gegen Recht zufließt, sollten Sie in Zukunft Korrektoren in Anspruch nehmen. Ein Wort zu Ihrer Veranstaltung. Es ist schon erstaunlich, welchen Aufwand Sie betrieben haben, um unsere kleine Fraktion, die ja nur aus 3 Personen besteht, zu diffamieren. Da karren Sie alles heran, was seit Auskommen in der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Kampf gegen Rechts hat, um Ihren Saal zu füllen. Da sind Sie sich nicht zu schade, auch noch zuzugeben, mit welchen fragwürdigen Methoden Sie vorgehen. Im Gegenteil, Sie rühmen sich noch dessen und nennen sich im selben Atemzug Demokraten. Stellen Sie sich einmal vor, unsere Fraktion hätte die zahlenmäßige Stärke der Ihrigen. Nicht auszudenken für Sie. Stellen Sie sich vor, wir würden dann mit denselben Mitteln wie Sie arbeiten. Grundsätzlich jeden Antrag von Ihnen ablehnen. Das würden Sie nicht lange durchhalten, denn Ihnen fehlt der Glaube, den wir haben. Wovor haben Sie eigentlich Angst, wenn Sie eifrig den Zutritt nationaler Kräfte zu Ihrer Veranstaltung verwehren? Wollen Sie unter sich sein und sich ohne kritische Nachfrage beweihräuchern? Gestört hätten wir gewiss nicht, der Vorfall am Rande der 40. DVV war eine auch von uns verurteilte Ausnahme. Aber das werden wir sicher in gebetsmühlartiger Weise nachher von der Fraktion der Linken und von den anderen Fraktionen bei der Begründung Ihres merkwürdigen Antrages wieder vorgekaut bekommen. Sicherlich vom wehleidigen Herrn Grunst, der nach 3,5 Jahren immer noch nicht weiß, dass nicht Herr Hähne, sondern ich die Fraktion führe. Wenn Sie dann unser Hiersein unbedingt nicht ertragen können, gebe ich Ihnen für die nächste Wahl einen Tipp. Versuchen Sie es noch mal mit Enthaltung einer persönlichen Kandidatur. Doch kommen wir zurück zu den Wölfen im Schafspelz. Bleibt mir abschließend nur noch zu sagen, dass ich stolz darauf bin, ein Wolf zu sein.